Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Chemnitz ist weder grau noch braun. Das ist neben den Erlebnissen Ende August letzten Jahres ein Poster, was als Reaktion auch auf diese Tage auch von meinem Kollegen Frank Müller-Rosentritt und anderen aus Chemnitz entstanden ist. Chemnitz ist meine Stadt und ich liebe sie so, wie sie ist und auch gerade in den Zeiten, die wir seit August letzten Jahres, ganz besonders den Monat danach und auch seitdem erlebt haben. Und eines möchte ich hier klipp und klar zum Ausdruck bringen. Die Ereignisse in Chemnitz sind instrumentalisiert worden von den verschiedensten Seiten und sie werden es offensichtlich, Sie sehen es bis heute, instrumentalisiert, indem diese Debatte geführt wird. Auch die große Anfrage von Ihnen, der AfD, zielt genau in diese Richtung, die Ereignisse in Chemnitz wieder und wieder für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Dabei habe ich von den Wählern und ihren Leuten in Chemnitz gehört, während der Tage instrumentalisieren Sie sich doch nicht diesen Mord. Es geht doch um etwas anders. Sie stellen diese Anfrage und beschäftigen sich mit Worten. Manche sagen Worttaubereien, ob es Hetzjagden gegeben hat. Dabei geht es doch darum, was da tatsächlich passiert ist. Und ich möchte nicht verschweigen, dass was uns in Chemnitz zu kurz gekommen ist. Angesichts der vielen Stimmen, die die Ereignisse am 26. August und in den Folgetagen für ihre Zwecke instrumentalisiert haben. Ein Mensch wurde umgebracht. Und das tut weh, wenn das im eigenen Wahlkreis passiert. Und mir tut aber auch dann ihr Verhalten weh und ihresgleichen, ganz ehrlich gesagt, dass, und dabei beschränke ich mich jetzt nur auf diese Dinge, die ich am eigenen Leib und mit eigenen Freunden so erlebt habe. Dass dort Unbeteiligte bedroht worden sind, wie es unter anderem auch in dem Video, über das wir heute unter anderem reden, zu sehen war, was um die Welt ging. Und jetzt wird wegen der Worte, die darüber gebraucht wurden, geredet. Dabei sind Beteiligte, Freunde von mir, an diesem Tag dort gewesen und hatten Panik erlebt. Dass Mitbürger, bei denen aufgrund ihres Aussehens ein Migrationshintergrund vermutet werden konnte, sich einige Tage und Wochen nicht mehr sicher gefühlt haben auf unseren Straßen. Eigene Freunde, eigene Leute mit diesem Hintergrund. Hier oben sitzt auf der Bühne eine junge Frau aus Afghanistan. Und ich stelle mir einfach vor, wie Mahmas darauf reagiert hätte. Auf der einen Seite wegen dieser Demos, andererseits auch wegen der Berichterstattung. Das von dieser von Ihnen sogenannte organisierte Trauermarsch hat Bürger dazu gebracht, aus dieser Demonstration mich so anzugreifen, weil ich dieses Schild schweigend daneben gehalten habe, dass drei Leute von der Bundespolizei zwischen mich und ihre Leute gehen mussten. Dass Wirtschaftsdelegationen aus dem Ausland fest vereinbarte Termine mit Firmen aus Chemnitz abgesagt haben und in andere Städte verlegt haben, zum Schaden meiner liebenswerten Stadt. Ich möchte nicht verschweigen, dass wir als Chemnitzer erleben mussten, dass wir in dieser aufgeheizten Stimmung, dass auch weitere Akteure es missbraucht haben, und Sie haben das gerade hier reingerufen, namentlich auch Angriffe gewaltbereiter, linksgerichteter Aktivisten, auch die nationale Berichterstattung, haben viele meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger vor allem in den ersten Tagen als missbräuchlich erlebt. Und ich hätte mir deutlich mehr Zurückhaltung von allen Seiten erwünscht. Ich fordere Sie auf, stellen Sie endlich die Instrumentalisierung der Ereignisse in Chemnitz ein. Stattdessen empfehle ich dringend, in dieser komplexen Situation um dieses erstochene Opfer, um diese Straftat in der Innenstadt, geben wir dem Rechtsstaat die Chance, und wenn es auch schmerzt, dass er das ordentlich macht. Das juristische Aufarbeiten in unserem Land, worüber ich stolz bin, soll auch diese Zeit bekommen, dass es am Schluss fair ausgeht. Halten Sie sich mit voreiligen Schlüssen zurück, auch in Bezug und sichtbar jetzt in dieser Anfrage. Genau diese Herangehensweise hätte ich mir in den Tagen nach August letzten Jahres und den Wochen, Monaten zum Besten meiner Stadt Chemnitz gewünscht. Chemnitz ist weder grau noch braun. Ich habe es Ihnen vorhin gezeigt. Und ich erinnere mich daran, und ich sehe vor Augen die lebendige Kulturszene meiner Stadt,
an die Technische Universität mit tausenden Studenten, die schockiert waren über die Berichte, die darüber gemacht wurden und sich deutlich positioniert haben. Wenn ich die industriellen Leistungen von Chemnitz Vergangenheit und Gegenwart sehe, wenn ich an die Niners denke, Basketballmannschaft, die Vielfalt verkörpert und den weiteren vielen Vereinen, die Integration leben. Wir werden und wollen mit Recht, aus ganz anderen Gründen, als Sie das gemalt haben, Europäische Kulturhauptstadt 2025 werden. Das ist mein Chemnitz. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Dr. Jürgen Martens für die FDP.